So, heute sind wir bei Annette Sernau. Du bist auch waschechte Wiesbadenerin und nicht ganz. Ich bin zugereist. Ja? Ja, aber deswegen trotzdem engagierte Wiesbadenerin. Genau. Bist auf jeden Fall sehr engagiert bei dem Thema Citybahn und auch bei der Bürgerinitiative. Ja. Du bist, glaube ich, im Jahr 2018 bei der Bürgerinitiative dazugestoßen. Ja, das war im Januar 2018 und zwar kamen wir da gerade aus dem Winterurlaub zurück und haben dann erfahren, dass doch unser mobiles Leben um die Citybahn bereichert werden sollte. Haben uns da auch sehr informiert. Da gab es ja so verschiedene Informationsstände. Und haben dann beschlossen, also in der Nachbarschaft auch, uns zu engagieren, für unsere Rechte zu kämpfen und dann auch Gehör zu finden und haben uns dann an die BI-Mitbestimmung gewandt und so, dass wir zusammengekommen sind. Gab es denn damals schon die ersten Banner eigentlich oder war das noch die, kam das später dann? Ich weiß gar nicht mehr genau. Ja, das kam dann kurz darauf, als wir gesagt haben, wie können wir Gehör finden und haben deshalb überlegt, wie können wir kommunizieren, weil wir haben ja nicht so die finanziellen Mittel gehabt, wir müssen alles selbst finanzieren und da hat jeder, der engagiert war, hat ein Banner gekauft und dann an seinen Zaun gehängt, eventuell auch mehr Banner und dadurch ist eigentlich dieser erste Auftritt entstanden und das waren die ersten Banner, die nur an der Biebricher Allee waren. Anschließend ging es ja durch die ganze Stadt, so dass wir sehen können, wir waren nicht nur einige wenige, sondern wir sind sehr viele durch über ganz Wiesbaden verteilt. Ja, es sind ja, glaube ich, mittlerweile so über 150, glaube ich, Hauseigentümer ja. In der Stadt. Dann wurde ja mal dieser eine Banner sehr medial kritisiert, so blöd ist Wiesbaden nicht. Wie ist das so bei dir? Ja, also ich fand, natürlich ist es erstmal ein bisschen provokativ, dass jeder fragt, warum sagen die das? Aber das hat natürlich auch seinen Grund, finde ich. Weil bei dieser Fragestellung, die auf dem Stimmzettel ist, die ist ja also für mich undemokratisch, weil man darf eigentlich keine Wahlbeeinflussung machen. Weder vorm Wahlbüro, im Wahlbüro, geschweige denn meine ich auf dem Stimmzettel. Und da bin ich auch ganz häufig darauf angesprochen worden, dass das eigentlich ein No-Go ist. Und ich hoffe, dass Wiesbaden wirklich nicht so blöd ist, und davon gehe ich aus, sich davon beeinflussen zu lassen, wie auch immer man stimmt. Es spielt ja auch, glaube ich, so ein bisschen auch noch die mediale Berichterstattung dazu rein, ne? Was das Thema Kosten, Fahrgastkapazitäten ja. etc. Also da war es ja auch so, dass es immer hieß, es wären 19 Millionen. Jetzt plötzlich, kurz vor Abstimmung, kommt man doch damit raus, dass es 739 Millionen sind. Also wir wissen, weder die eine noch die andere Zahl stimmt. Es wird wahrscheinlich noch ein bisschen mehr in die Höhe gehen. Aber ja, wir hoffen, dass es nicht dazu kommt. Schon traurig, ja. Ja. Vielleicht nur ein, zwei Sätze mal zum Thema Bäume. Ich glaube, warst du auch schon mal bei so einem Thema ein bisschen engagiert? Ja, das bin ich schon auch sehr emotional, weil ich habe vorher in Dreieich gewohnt. Da gab es so ein Nadelöhr, eine Schranke, manche mögen sie kennen. Und die sollte es sollte eine Umfahrung geben, und zwar durch den Wald. Mhm. Und damals haben wir uns auch in einer Bürgerinitiative zusammengetan, haben dafür gekämpft, dass diese Bäume stehen bleiben können. Und wir haben gewonnen. Und deswegen möchte ich nur appellieren, jeder kann dazu beitragen, jeder kann etwas machen. Und das, was jeder machen kann, ist jetzt wählen zu gehen am 1.11. Mhm, sehr richtig. Ich weiß von dir, dass so das Thema Fahrradwege auch dir sehr wichtig ist, aus familiären Hintergründen auch. Ich habe 3 Kinder und die eine, die hat jetzt den Wunsch geäußert, sie möchte ganz alleine zu ihrer Oma fahren. Das ist halt gar nicht so weit von hier entfernt, auch noch im Stadtinneren. Aber ich glaube, dass alle, die Kinder haben, zurzeit nicht der Meinung sind, dass sie die Kinder alleine auf die Straße schicken können. Und deswegen ist mein Plädoyer ist für vor allen Dingen sichere Fahrradwege. Es wird ja schon einiges gemacht. Manche Sachen gehen scheinbar gerade so ein bisschen in die Hose. Ich sage nur Thema Landeshaus. Das ist scheinbar nicht so optimal geplant. Könnte man ja vielleicht noch ein bisschen was anderes machen.
und dann außerdem auch attraktive Fahrradwege, dass es auch Spaß macht. Man weiß, wenn entsprechendes Design da ist, dann haben die Leute Spaß daran, mit dem Fahrrad zu fahren. Mhm. Ist ja auch, man merkt es ja auch, eine Zunahme da, insbesondere auch seitdem sich jetzt die E-Bikes vermehrt hier breit machen. Wiesbaden ist halt nicht Holland und durch die Topografie eben doch auch in die Richtung stark tangieren. Ja, die waren jetzt auch im Sommer, das ist ja auch noch durch Corona bedingt, sind natürlich viele auch noch auf Fahrrad umgestiegen und da musste man feststellen, wer noch ein E-Bike oder vielleicht noch ein spezielles haben wollte, die waren alle ausverkauft. Und in Wiesbaden ist das natürlich prädestiniert über die Steigung, ich sage jetzt mal Biebricher Allee oder Bierstädter Straße, dass man da vielleicht zu einem E-Bike greift, ist verständlich. Die Fahrradwege dazu sollten halt eben da nochmal im Fokus stehen. Dann war die Woche das Thema Reaktivierung Ahrtalbahnstrecke ein Thema. Hast du mich darauf angesprochen. Ja, ganz genau, weil da hatten wir ja auch entdeckt, dass durchaus die Reaktivierung, der von Schienen, stillgelegten Schienen, sicher förderungsfähig ist. Also bestimmt nicht, dass die keine Förderung erfährt. Im Übrigen auch, da komme ich wieder auf meine Fahrräder zurück, die Fahrradwege auch. Und das ist mir auch vom Verkehrsdezernat gesagt worden, dass es zu 30% halt gefördert werden kann. Nicht so hoch wie jetzt der schienengebundene Verkehr, das waren 85, ich glaube jetzt 90%. Und insofern denke ich, es soll das Konzept stimmen und nicht die Förderhöhe. Also deswegen plädiere ich weiter, auch an dem Fahrradthema zu arbeiten. Ist ja tatsächlich so, dass nach der Inbetriebnahme der Mainzelbahn in Mainz dieser Anteil ÖPNV original genauso hoch ist wie vorher, also 2016 bei 22%, 2019 bei 22%. Das heißt, die Leute sind alle von der Bahn auf umgekehrt vom Bus in die Bahn umgestiegen. Und das Einzige, was halt gestiegen ist, ist tatsächlich der Fahrradanteil. Ja, das ist sicherlich auch eine deutliche Aussage auch für Wiesbaden. Und tatsächlich, wir haben nochmal geschaut, es gibt also vom Land Hessen eine Ankündigung, dass es also ein Rekordbudget geben soll in Höhe von 20 Milliarden für den Ausbau von den Bahnstrecken inklusive der Reaktivierung stillgelegter Bahnstrecken, wo natürlich die Ahrtalbahn prädestiniert für ist. Ja, ja gut. Ja, ich möchte noch ganz kurz sagen, es ist ja nicht nur die Fahrradwege, es ist ja auch so, wenn wir gerade über E-Bikes gesprochen haben, man muss sie natürlich auch irgendwo parken können. Und ich habe festgestellt, dass viele Fahrradständer schon dann voll waren, gerade wenn man in der Stadt war, sodass eigentlich auch dort die Fazilität gegeben sein muss, dass man es parken kann, dass man sicher parken kann, eventuell auch aus dem Parkhaus dann ein Fahrradabteil macht, wo vielleicht auch die E-Bikes überwacht werden, um dann auch die Sicherheit zu geben, wenn man mit dem Fahrrad fährt, dass man es auch wiederfindet, wenn man dann halt nach Hause fahren will. Und insofern würde ich auch sagen, bei diesem ganzen, bei der Struktur um das ganze Thema Fahrrad müsste noch einiges mehr geplant werden, nicht nur der Fahrradweg selbst. Ja, sehr gut. Ja? Dann bedanken wir uns für deine Zeit und bis bald. Ja, bis bald. Danke, tschüss.